Sag deine Meinung. Das sind keine Männer. Warum sind das keine Männer? Weil die arm sind. Wenn du dein Leben aufgibst für diesen Mann, dann muss er dir ja auch alles finanzieren können. Was heißt denn alles? Was willst du denn alles haben? Auto muss er dir kaufen. Wie? Weil das kannst du doch selber mitbringen. Warum soll ich das denn selber mitbringen? Wenn ich mir das auch alleine aufbauen kann, dann brauche ich doch keinen Mann. Dann brauche ich den ja nicht. Wenn ich das Auto habe, dann brauche ich den ja nicht. Ich bin die Tochter von einem Arzt. Natürlich hat bei mir ein Mann, der 1,5 netto im Monat verdient, keine Chance. Nein, aber mal ehrlich, Jungs, was denkt ihr euch eigentlich? Dass ich einen Mann nehme, der mir nicht mal den Lebensstandard ermöglichen kann, den mir mein Dad schon mein Leben lang ermöglicht? Nein, aber wann ist es normal geworden, dass Männer nichts mehr bieten müssen? Wann ist es verloren gegangen, dass Männer Providers sein wollen? Dass Männer der Frau etwas bieten können wollen? Wer bezahlt? Mann oder Frau? Mann. Das Ding ist, es gibt sehr viele Frauen, die wünschen sich einen altmodischen Mann. Ja. Sie wollen aber selbst keine altmodische Frau sein. Es ist ein Jammer, in welche Richtung diese Generation sich entwickelt hat. Warum verlangst du etwas, was du dir selber nicht mal ermöglichen kannst? Warum ist ein Mann da draußen für dein Versagen zuständig? Ich verstehe einfach den Großteil dieser Frauen nicht. Warum machst du alles von einem Menschen abhängig? Warum macht man den Wert eines Mannes anhand seines Erfolges, anhand seiner Reichtümer fest? Sei einfach nur traurig. Kannst doch nicht so viel verlangen, aber so wenig zu bieten haben. Was ein Paradoxon, das ganze Video hier. Über Männer, die arm sind, sag deine Meinung.